Ja, moin moin und damit willkommen zu einer Ankündigung. Und zwar wurde ich nominiert zu der Hashtag Was soll ich leiten Challenge. Und was das ist, erkläre ich kurz ein bisschen, bevor ich dann selber dazu komme, was ich jetzt leiten darf und wen ich nominiere. Ganz kurz, das Ganze basiert auf einer Idee von Claudine und Zu, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und die haben auf ihrem Kanal sich gegenseitig Bücher aus dem Regal zugeschoben, die bisher noch im Schrank verstaubt sind oder zu wenig Respekt verdienten bisher. Und ja, da haben sie dann sich gegenseitig Bücher gegeben, die dann der jeweils andere vorbereiten darf. Und daraus haben dann ein paar Tage später Yamera und Hotney eine Challenge gemacht, die sie ins Leben gerufen haben, basierend eben auf dieser Idee, wobei dann eben YouTuber den jeweils nächsten YouTuber nominieren und dann darf der jeweils bessere Part ein Buch raussuchen aus dem Schrank, was verstaubt oder was noch eingeschweißt ist. Und da wurde ich auch nominiert und zwar von Kniffix. Ich wurde nominiert von Kniffix. Das Video von ihm blende ich natürlich auch nochmal ein. Der hat gesagt, Frosty, hey, hau mal rein, such dir deine Freundin und sie darf dann für dich ein Buch aus dem Schrank ziehen und das hat sie getan und dementsprechend werde ich jetzt vor dem nächsten Jahr, vor 2019, muss ich jetzt Warhammer leiten. Meine Freundin hat an meinem Schrank ein Buch rausgegriffen, was da wäre: Schattenjäger, Schicksalsfäden, Harlock, Vermächtnis Band 1. Das ist der erste Teil einer Kampagne und da werde ich dann mal sehen, ob ich das vorbereitet kriege. Und ich hatte sowieso schon die ganze Zeit mal vor, so eine richtig schöne, abgefuckte Runde Warhammer zu erzählen. Und da dann eben den Horror zu verbreiten. Es soll keine Actionrunde werden, nichts mit Schießen oder so, sondern wirklich mit Grusel. Zumindest hoffe ich, dass ich das so aufbauen kann. Das bedeutet, dass ich ja Warhammer leite. Warhammer 40k. Meine Nominierung, damit das so mal ein bisschen weitergetragen wird, ich würde gerne nominieren einmal Ben and Paper, beziehungsweise Ben von Ben and Paper. Das heißt, wer dieses Video sieht, der möge doch bitte dieses Video auch an Ben herantragen. Wenn du siehst, hallo Ben, viel Spaß mit dieser Challenge. Die Regeln dazu schreibe ich auch nochmal unten in die Beschreibung. Und weil ich ein bisschen frecher bin, nominiere ich nicht nur einen Part, sondern gleich noch einen zweiten. Und das ist Michael Jägers. Hallo Michael, auch du wirst einfach mal deine bessere Hälfte bitten, zu deinem riesigen Regal zu gehen. Ja, ich weiß, du hast ein gigantisches, großes Regal und da darfst du dann nicht dir selber ein Buch aussuchen, sondern das darf dann entweder deine Frau oder das dürfen deine Kinder machen. Viel Spaß. Und das kannst du natürlich auch gerne als Podcast aufnehmen. Ja, du bist nominiert. Ihr beide seid nominiert. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Challenge. Ich hoffe, ihr nehmt sie an. Ich habe mich auch nicht davor gedrückt. Alles klar, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.